Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir etwas Besonderes vor. Nämlich machen wir eine eigene Stufe, eine sogenannte Kalzitstufe. Eigentlich kann man das mit beliebigen Blöcken machen. Ich habe mir einfach die Kalzitstufe ausgesucht, weil die an sich recht, also der Block an sich ist recht cool und ich wundere mich, warum es dort keine Stufen, keine Treppen gibt. Daher habe ich hier einfach mal eine Stufe gemacht. Wie gesagt, man kann es eigentlich mit beliebigen Blöcken machen, aber ich habe hier einfach mal so eine kleine ja, Steincouch hingebaut, könnte man sagen. An sich funktioniert das sehr, sehr ähnlich zu den normalen Stufen. Das heißt, man kann das einfach platzieren, wenn man oben drauf klickt. Hoppla. Ja, ich habe gerade, wenn man am Schleichen ist, dann platziert es da drüber. Aber an sich, wenn man hier quasi einmal drauf tippt, dann seht ihr, da wird direkt daraus eine Doppelstufe. Man kann auch oben die obere Hälfte anklicken und dann hat man eben eine Stufe, die halt eben kopfüber ist, die obere Hälfte vom Block. Und natürlich, man kann sie auch wieder zerstören. Das heute in der Folge, ich weiß, das wird eine sehr, sehr lange Folge, weil ich eine Menge erklären werde. Und das ist quasi so ein super Sprungbrett, könnte man sagen, für schwerere, eben noch komplexere Blöcke. Das heißt, wenn ihr diese Folge hier quasi verstehen könnt, damit klarkommt, dann habt ihr auf jeden Fall das Zeug dazu, noch deutlich komplexere Blöcke zu machen, die noch deutlich interaktiver sind als, guck mal, Block, ich klicke auf den Block, jetzt haben wir einen doppelten Block. Das ist natürlich im Grunde Firlefanz im Vergleich dazu, aber für die, die sich damit überhaupt gar nicht auskennen, kann das natürlich erstmal recht kompliziert sein. Ja, ja, das war es dann quasi mit dem Intro. Wir fangen einfach mal an mit der Stufe. Und natürlich als allererstes machen wir hier in Blockbench das Blockmodell. Dazu gehen wir hier auf Bedrock Block und auf Neues Modell erstellen. Und ich werde das hier allgemein jetzt für Stufen machen. Das heißt nicht explizit Kalzitstufe. Also ihr könnt das im Grunde für jegliche Stufen machen. Wir sagen hier einfach mal beim Dateiname Slab, das ist das englische Wort für Stufe. Und hier sagen wir dann die Modell-ID. Da müssen wir quasi drei verschiedene machen. Einmal Slab Bottom für die untere Hälfte des Blocks. Slab Top für die obere Hälfte und Slab Double für die Doppelstufe quasi. Und als allererstes machen wir einfach mal Slab Unterstrich Double. Ja, das ist am einfachsten, weil die Doppelstufe ist ja im Grunde ein ganzer Block. Ja, wir gehen hier zum Outliner, erstellen eine neue Gruppe und wir benennen die Root. So, das ist quasi Standardkonvention. Root heißt Wurzel und darauf bauen wir dann quasi unseren Modellbaum auf. Ja. Wir fügen jetzt einen neuen Würfel hinzu, den müssen wir nicht umbenennen, das wird nirgendwo abgespeichert. Wir nehmen hier unser Größe ändern Tool und dann machen wir im Grunde nichts. Ja? Das werden wir gleich verwenden. Das hier ist unser Slab Double, also im Grunde diese 16x16x16 Pixel, ein ganz gewöhnlicher Block. Ja? Das können wir direkt schon abspeichern und dazu gehen wir hier auf Export und Bedrock Modell exportieren und dann können wir das herunterladen. So, jetzt machen wir noch eine weitere Sache. Wir gehen hier auf Datei, Projekt und dort können wir den Namen ändern. Diesmal sage ich einfach mal Slab-Top, quasi die, hoppla, die obere Hälfte vom Block. Und dazu ziehen wir das hier einfach mal nach oben, bis wir die Größe 16, 8, 16 haben. Dann haben wir hier quasi die obere Hälfte. Ja? Von den Texturen sollte das auch schon passen. Ihr seht hier quasi im UV. In der UV-Übersicht, wir haben hier die Textur an der nördlichen Seite, das müsste hier sein. Und wir schieben das einfach nach oben, dann ist es die obere Hälfte. Ja? Genauso mit Osten, Süden und Westen, dann ist alles korrekt. Das können wir dann eben genauso nochmal exportieren. So, das wird jetzt hier umbenannt, vielleicht wird es bei euch überschrieben. Ich empfehle euch, das umzubenennen. Unglaublich wichtig, wir machen damit gleich nochmal was. So, und jetzt machen wir quasi die dritte Version, dazu gehen wir hier nochmal auf Projekt und dann benennen wir das um in Slab-Bottom. Ja, das ist dann die untere Hälfte und dann verschieben wir hier diese Stufe, die wir bereits gemacht haben, nach unten zur Position minus 8, 0, minus 8. Jetzt müssen wir wieder die Texturen ändern, weil diesmal wird ja nicht die obere Hälfte quasi besetzt, sondern die untere Hälfte. Das heißt, wir schieben einfach mal die Texturen hier nach unten, dass wir hier quasi diesen Rahmen unten herum sehen können. Genau so. Oben und unten bleiben natürlich wieder gleich. Das sind ja die volle Blockseiten. Damit passiert dann gar nichts.
So, dann können wir das auch wieder exportieren, Bedrock-Modell exportieren und dann können wir das auch wieder herunterladen. Und das war auch im Grunde alles, was wir hier drin gemacht haben. Ihr habt gesehen, das geht an sich recht schnell. Das Programmieren dann später wird deutlich länger dauern. Aber zunächst gehen wir hier zu Z-Archiver und dann machen wir folgendes, beziehungsweise Z-Archiver für Android, Documents für iOS, beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Im Download-Ordner sollten dann die drei Dateien zu sehen sein. Und wir machen jetzt folgendes, wir öffnen die und ich schalte mal kurz vorher WLAN aus, damit wir keine Werbung bekommen. Entweder Code Editor für Android oder Coder für iOS, auch wieder beides in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal nach. Gut, das machen wir mal kurz weg. Da haben wir hier quasi die Geometriedatei, da habe ich bisher nicht viel darüber geredet, werde ich jetzt tatsächlich auch nicht sonderlich viel. Die Sache ist die, wir werden diese drei Dateien hier jetzt quasi ineinander kombinieren. Dazu öffnen wir einfach mal alle drei Dateien gleichzeitig, machen das so. Dann seht ihr, alle drei sind geöffnet. Grundlegend ist es auch so eine JSON-Datei wie beim Beispielblock. Wir haben hier die Formatversion und wir haben Minecraft-Geometry. Beim Block ist es natürlich hier Minecraft-Block, aber an sich ist es relativ ähnlich gehalten. Ja? Und ihr seht, Minecraft-Geometry, das enthält eine Liste. Ja? Liste bedeutet, man kann mehrere Sachen reinmachen. Und dazu holen wir uns jetzt diese Sachen von hier. Ich habe das hier markiert von 4 bis 33 und wir kopieren das hier rüber in die slab.geo, also die erste Datei. Dazu sagen wir einfach mal ausschneiden bzw. kopieren. Wenn ihr es ausschneidet, dann könnt ihr quasi überprüfen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Dann gehen wir hier hin, zur eckigen Klammer, gehen runter, gehen 2 zurück, fügen das ein und dann setzen wir ein Komma, damit quasi die beiden Geometrien voneinander unterschieden werden können. Jetzt haben wir hier schon Slab Bottom und Slab Double drin. Und jetzt fügen wir hier noch Slab Top ein. Dazu markieren wir auch wieder hier von 4 bis 33. Bei euch könnte das vielleicht ein bisschen anders sein, je nachdem wie komplex euer Modell ist. Allgemein quasi alles, was hier zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden eckigen Klammern ist. Das markieren wir einfach und dann können wir das Ganze ausschneiden. Ihr seht, das wurde richtig ausgeschnitten. Und dann gehen wir hier auch wieder quasi eins nach unten, löschen diese zwei Tabs quasi, fügen es ein und machen noch ein Komma rein. Ja? Dann sieht das so aus, wir haben hier Slab Bottom, Slab Top und Slab Double. Ja? Dann sind die alle in einer Datei abgespeichert und man muss die quasi nicht alle einzeln hochladen. Ja? Das reicht dann auch im Grunde, wir gehen wieder zurück und dann können wir die beiden hier löschen. Die sind ja die beiden kleineren Dateien, das seht ihr auch an der Dateigröße. Hier haben wir 2,25 Kilobyte, hier haben wir 807 Byte und 810 Byte. Die sind deutlich kleiner, die können gelöscht werden. So, ich würde sagen, das schließe ich auch nochmal ganz kurz so. Und jetzt können wir rübergehen zu Bridge. Blockbench können wir direkt wegmachen und Code Editor können wir auch wegmachen. Ja? Also gehen wir zu Bridge, wo wir das Tutorial Add-on geöffnet haben. Und dort fügen wir jetzt einen neuen Block hinzu. Wir gehen hier auf New File und wir warten einen Moment und klicken hier quasi den oberen Pfeil an. Dort gibt es quasi die Option schon für eine Stufe. Allerdings möchte ich das selber machen. Ja, also das wäre wirklich viel zu leicht. Ihr könnt es gerne benutzen, aber ich will auch ein bisschen was dazu erklären. Daher sagen wir einfach Custom Geometry Block. So, und dann machen wir einen Identifier. In dem Fall, ein Identifier muss kleingeschrieben sein. Nur Zahlen und Unterstriche bzw. Kleinbuchstaben benutzen. Und in dem Fall machen wir einfach mal Calcite Slab. Ja? Display Name ist der Name, der dann angezeigt wird. Das wird hier in die englische Übersetzung reingeschrieben, aber das ist nur ein Tutorial, daher ich schreibe hier einfach die deutsche Übersetzung rein. Ja? Also Calcite Stufe. Blockmodell können wir auch einmal auswählen. Wir gehen hier auf die Dateien und suchen dann uns das aus. Hoppla, da bin ich noch in den Bedrock-Samples drin. Ich habe das nämlich vorhin ein bisschen anders ausprobiert, aber keine Sorge, das ist relativ irrelevant. So, wir können hier eine Block-Textur jetzt auswählen. Theoretisch können wir einfach die Textur von den Bedrock-Samples nehmen. Das habe ich hier immer ausprobiert. Aber es funktioniert tatsächlich auch ohne, wenn wir es ein bisschen anders machen. Ja? Ihr könnt es gerne machen. Wenn ihr es macht, dann funktionieren quasi Texturenpakete damit nicht. Ja, wenn ihr andere Texturenpakete verwenden wollt, dann müssen wir das zunächst leer lassen. Dann sagen wir einfach erstellen und damit wird natürlich ein neuer Block erstellt. Formatversion ist
uralt. Die müssen wir leider immer wieder erneuern. Ich weiß nicht, warum das nicht automatisch gemacht wird, keine Ahnung. So, Komponenten haben wir Geometry, Doppelpunkt Geometry, Calcite Slab. Ich weiß nicht genau, warum das Geometry ist. Wir gehen hier mal kurz auf das Texturenpaket bzw. das Ressourcenpaket. Und dann haben wir slab.geo.json. Und da haben wir Calcite Slab drin, was ich nicht ganz verstehe. Slab Bottom wurde umbenannt. Ich weiß nicht, warum das Spiel sowas, warum Bridge sowas macht. Mich persönlich stört sehr. Ja, muss ich einfach mal sagen. Deshalb werde ich das einfach hier wieder umbenennen in Slab Bottom. Bridge macht das einfach. Ich weiß nicht, wie man das aufstellen kann, ob man es überhaupt aufstellen kann. Jedenfalls, wir benennen es wieder um. Wir schließen das und speichern das dabei einmal. So, und dementsprechend ist das hier natürlich auch ungültig. Ihr seht, das wird direkt gelb unterstrichen, dass es quasi nicht verfügbar ist. Und dann sagen wir hier einfach Slab Bottom. So, standardmäßig hat es dann eben ja, die untere Hälfte vom Block. Material Instances können wir auch erstmal die meisten Sachen davon entfernen. Render Method, vor allem, wenn ihr zum Beispiel Glas verwendet wollt, dann müsstet ihr Render Method auf Alpha-Test setzen. Oder wenn ihr gefärbtes Glas haben wollt, dann müsst ihr Blend, glaube ich, nehmen. Ja. Aber an sich normale Texturen brauchen das quasi gar nicht. Standardwert ist dann opaque. So, wir haben hier die Option Texture und die werden wir direkt ändern. Dazu machen wir einfach die Anführungszeichen und ihr seht direkt, da werden eine ganze Menge angezeigt. Und was wir jetzt machen ist, wir suchen uns Calcite. Da haben wir das. Und wenn man das quasi so macht, dann kann man tatsächlich auch andere Texturenpakete benutzen und die werden dann hierauf auch angewendet. Weil wenn man hier nur Calcite eintippt, dann wird quasi nach den internen Minecraft-Texturen gesucht. Ja? Und wenn die quasi überschrieben werden durch ein Texturenpaket, dann wird das hier dementsprechend auch überschrieben. Ja? Die Textur ist natürlich jetzt ganz schön nervig. Dazu gehen wir hier nochmal in Textures, Terrain Texture und dort können wir hier das hier wieder entfernen. Da wurde nämlich automatisch eine neue Textur erstellt für die Calcite-Stufen, was wir natürlich nicht wollen. Ich will das halt möglichst minimalistisch behalten, damit das immer schön eindeutig ist. Hier haben wir nochmal die Calcite-Stufe als Textur und das können wir dann auch einmal löschen. Das kann wieder weg. Ja, dann sollte das in Ordnung sein. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Block hier. Und wir müssen jetzt hier einige Sachen noch hinzufügen. Unter anderem erinnert euch wahrscheinlich an die letzten paar Folgen, wo ich quasi alle Eigenschaften bzw. alle die gesamte Block.json-Datei erklärt habe. Sagen wir es mal so. Ja? Und dort war eine richtig nützliche Sache drin, die sogenannten Traits. Mal schauen, ob sie einem angezeigt werden. Da sind sie. Die Traits, ja, damit kann man quasi vordefinierte Eigenschaften für einen Block freischalten. Hier wird nur Minecraft Placement Direction vorgeschlagen, was ich sehr schade finde. Das Ganze ist natürlich noch nicht ganz ausgereift. Aber es gibt auch eine Sache, die heißt Placement Position. So. Und das wird natürlich jetzt gelb unterstrichen, weil Bridge das nicht erkennt. Aber keine Sorge, das existiert wirklich. Und dort müssen wir dann Enabled States reinschreiben. Enabled States, genau so. Das sind dann quasi die Eigenschaften, die wir freischalten wollen für diesen Block. Das Ganze ist eine Liste und dort drinnen schreiben wir dann Minecraft Doppelpunkt Vertical Half. Ja? Vertical unterstrich Half. So. Und damit haben wir jetzt für diesen Block, für unsere Calcite-Stufe, eine Eigenschaft freigeschaltet, die heißt Vertical Half. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, das ist quasi die Eigenschaft, die überprüft, auf welcher Blockhälfte man den Block platziert hat. Ja? Also die untere Hälfte, dann ist es Bottom oder die obere Hälfte, dann ist es Top. Und das ist natürlich super nützlich für Stufen, wodurch man unterscheiden kann, auf welcher Seite der Block platziert wurde. So, dann fügen wir aber noch was hinzu hier oben. Wir gehen hier zu dieser geschweiften Klammer hinter Traits, machen ein Komma und dann sagen wir Properties, Doppelpunkt und dann machen wir auch wieder geschweifte Klammern. Anführungszeichen TR bzw. den Präfix vom Projekt, den ihr haben wollt. Und dann sage ich is unterstrich double. Ja?
Damit wird unterschieden, ob ein Block quasi ob die Stufe eine Doppelstufe ist oder nur eine einzelne. Viele Leute machen das quasi mit zwei verschiedenen Blöcken, also quasi Calcite Slab und Double Calcite Slab, also Calcitstufe und doppelte Calcitstufe. Aber ich mache das gerne in einem Block, das ist dann quasi deutlich mehr zusammengefasst. So, dann müssen wir hier quasi eine eckige Klammer aufmachen, beziehungsweise auch zumachen. Dort machen wir die ganzen Werte rein, die quasi dieser Zustand, also diese Eigenschaft haben kann. In dem Fall ist es false und true. Also ist es eine Doppelstufe, falsch ist keine Doppelstufe oder wahr ist es eine Doppelstufe. Ja? So viel zur Beschreibung, zu den ganzen Eigenschaften. Mehr brauchen wir da erstmal nicht. Jetzt gehen wir hier rüber zu den Komponenten. Da sagen wir, Blocklight-Filter gibt es tatsächlich gar nicht in 1.20. Ich habe keine Ahnung, warum das angezeigt wird. Da gibt es immer ein paar Fehler. Collision Box machen wir gleich noch, dazu kommen wir etwas später. Destructible by Explosion wird das erste sein. Da machen wir geschweifte Klammern auf und dann sagen wir, hoffentlich, Explosion Resistance. So. Und dann müssen wir mal kurz nachschauen, was der Explosionswiderstand von Calcit ist. Dazu habe ich hier die Wiki-Seite aufgerufen, die englische Wiki-Seite, weil die aus irgendeinem Grund deutlich besser ist als die deutsche Wiki-Seite. Jedenfalls haben wir hier Blast Resistance oder Explosion Resistance, ist relativ egal. Das ist hier bei 0,75. Das müssen wir mal 5 multiplizieren, damit es quasi auf Bedrock korrekt funktioniert. Ich habe das schon zuvor ausgerechnet, das sind dann 3,75. Ja? Das heißt, wir gehen hier nochmal zurück. Destructible bei Explosion, Explosion Resistance 3,75. Hier muss natürlich ein Komma hin, dann gehen wir eins drunter und machen nochmal Anführungszeichen. Manchmal wird das nicht richtig angezeigt, so. Dann machen wir Destructible by Mining. Auch wieder geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu. Und dann sagen wir Seconds to Destroy. Und das ist eine, ja, relativ schwierige Angelegenheit, würde ich sagen. Wir können es uns hier mal beim Calcit nochmal anschauen. Quasi haben wir das, die Abbauzeiten. Normal sind es 3,75 und dann geht das halt hier weiter nach unten, ja. Ich empfehle euch, macht das auf so einen mittleren Wert, ja, also zum Beispiel Eisen oder Diamant. Wenn ihr einen sehr langen Wert wie 0,6 macht, dann ist das quasi ziemlich unfair für Leute, die quasi Netherite haben mit Effizienz 5 und die brauchen dann ewig, um diesen Block abzubauen, obwohl er eigentlich deutlich schneller abgebaut werden könnte. Ich werde das hier an Eisen quasi anlehnen, also ich werde das hier auf 0,2 Sekunden setzen. Das ist relativ schnell, sodass man es relativ leicht abbauen kann, aber es ist auch nicht zu schnell, dass man es aus Versehen abbaut. Ja? Also wir gehen einfach nochmal hier zurück und wir setzen das Ganze auf 0,2. So, natürlich Komma nicht vergessen, ansonsten funktioniert das Ganze gar nicht. Crafting Table brauchen wir nicht, Display Name brauchen wir nicht. Flammable, es kann nicht entflammen, es ist quasi keine Holzvariation. Wenn ihr eine eigene Holzvariation macht, könnt ihr das gerne machen. Friction lassen wir auf dem Standardwert. Light Dampening machen wir auf 0. Aber auch wieder etwas später. Ja? Es gibt ja natürlich unterschiedliche, also Unterschiede zwischen, ob es eine doppelte Stufe ist oder eben nur eine einzelne Stufe. Die Doppelstufe kann quasi sämtliches Licht blockieren und die einzelnen Stufen blockieren eben kein Licht. Daher lasse ich das erstmal so. Dann schauen wir mal weiter. Light Emission brauchen wir nicht, das ist kein Leuchtnerblock. Loot machen wir erst später. Map Color. Map Color ist relativ relevant. Hoppla, das war das Falsche. Map Color, Map Color, Map Color. Da haben wir Map Color. Und dann setzen wir hier einen Doppelpunkt. Und hier wird direkt das als Hexadezimal-Code quasi vorgeschlagen. Aber ich mache das immer gerne als Liste. Dazu gehen wir hier nochmal rüber. Und dann schauen wir uns an, welchen Kartenfarbwert Calcit hat. Dazu gibt es diese nützliche Website hier. Nämlich Map Item Format. Und ich weiß nicht, ich kann einen Link dazu in die Videobeschreibung packen. An sich ist es auch in dem ExampleBlock.json drin. Ja, da habe ich das hinzugefügt und da kann man das nachschauen. Grundlegend haben wir hier diese Liste, wo dann praktisch alle Blöcke eine bestimmte Kartenfarbe haben. Ja? Und dann schauen wir einfach mal nach hellen Blöcken, so weiß zum Beispiel, Schnee, Schneeblock, weiße Blöcke und so weiter und so fort. Und wir suchen einfach mal nach Calcit.
Und ich weiß tatsächlich schon, wo Kalzit ist. Ich habe das vorher natürlich schon mal nachgeguckt. Aus irgendeinem Grund ist es hier unter Terracotta White, also quasi weiße Keramik. Da seht ihr Kalzit drin. Ich finde es sehr merkwürdig, weil das ist im Grunde so ein Beige. Und Kalzit ist, keine Ahnung, hat deutlich höheren Weißgehalt als, keine Ahnung, Diorit zum Beispiel. Und Diorit hat einen ziemlich weißen, hellen Wert. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber wir nehmen es einfach so, wie es ist. Da müssen wir die Werte eben einzeln abtippen. 209, 177, 161. 209, 177, 161. 209, 177 und 161. So, und dann wird das hier zum Glück schon mal vorgeschlagen, also direkt angezeigt, wie das dann aussieht. Und das ist die richtige Farbe. Ja? Also haben wir auch Map Color richtig gemacht. Dann schauen wir uns an, was wird denn noch von unserem Block benötigt. On, Fall, On, das brauchen wir nicht. On, Interact, dazu kommen wir gleich noch. Placed, Player, Destroyed, Player, Placing, Step Off, Step On, brauchen wir alles nicht. Placement Filter, nö, Q-Ticking, Random Ticking, Rotation. Rotation gibt es tatsächlich nicht mehr, das wurde durch Transformation verändert, ersetzt. Selection Box brauchen wir nicht, Transformation brauchen wir nicht, Unit Cube. Okay, dann war es das erstmal. Und dann hätten wir das. Geometry mache ich tatsächlich auch erstmal noch weg. Dazu kommen wir jetzt. Ja? Dazu kommen wir jetzt. Und wir kommen jetzt auch zu einer weiteren Sache, nämlich On Interact. Wir müssen einmal hier On Interact hinzufügen. So. Das ist quasi einer der Abfragen, wenn man quasi mit diesem Block interagiert, wenn man draufklickt und wenn man draufklickt, sagen wir es so, wenn man draufklickt, dann können wir hier etwas hinzufügen. Condition, Event, Target. Wir setzen als erstes eine Condition und das wird jetzt recht kompliziert werden, weil man dafür Mulang quasi kennen muss. Ja? Das sind diese ganzen Sachen hier. Man kann Sachen berechnen, man kann Sachen abfragen. Da ist eine ganze Menge drin. In dem Fall suchen wir quasi, also wenn wir quasi den Block platziert haben, ist es ja erstmal eine einzelne Stufe. Wenn wir eine doppelte Stufe haben wollen, dann müssen wir quasi da draufklicken, ja, und dabei quasi eine weitere Kalzitstufe in der Hand halten. Und deshalb müssen wir quasi nach einer bestimmten Query suchen, die dann überprüft, ob ein bestimmtes Item in der Hand gehalten wird. Hier gibt es einige Sachen zu Item, aber das ist tatsächlich nicht das, was wir benötigen. Ist Selected Item. Ich habe nach Selected Item gesucht. Ist Selected Item. So, dann brauchen wir dort Klammern und dann sagen wir quasi, nicht Anführungszeichen, sondern Apostrophe brauchen wir hier drin. So, dann sagen wir Slot, hoppla, ich habe das an die falsche Position gesetzt, Slot.Weapon.MainHand. Quasi, man sucht sich den Inventarslot, der in diesem Fall eine Waffe sein soll, das ist relativ, naja, und dann Main Hand, eben die Hand, ja, das, was man gerade ausgewählt hat. Da müssten wir theoretisch noch eine Zahl für den Slot quasi angeben. In diesem Fall brauchen wir es nicht, weil es gibt ja nur ein Item, was man in der Hand halten kann, ja. Deshalb können wir das gleich weglassen und dann fügen wir quasi den Namen des Items hinzu. In unserem Fall ist es TA Doppelpunkt Cal Side Slab, genau so. Und nochmal ein Apostroph. Dann sieht das so aus. Condition, Query is selected item, slot.weapon.mainhand, TA Cal Side Slab. Damit kann man überprüfen, ob der Spieler quasi eine Kalzitstufe in der Hand hält. Ich weiß, ich habe hier relativ wenig erklärt. Das Problem ist, da muss man sich einfach selber durchwühlen. Ja, es gibt da so eine ewig lange Liste mit quasi Queries, mit Item-Queries, mit Mulang-Queries meinte ich. Und da muss man einfach sich ein bisschen durchgraben. So, das war allerdings nicht alles. Wir müssen tatsächlich noch überprüfen, welche Blockhälfte denn tatsächlich angeklickt ist. Weil wenn man das quasi nur so macht, wenn man einfach mit einer Kalzitstufe auf eine Kalzitstufe drauf tippt, dann gut, dann wird es halt eben zur Doppelstufe. Aber wir wollen es ja eigentlich nur, wenn wir auf die obere Hälfte draufklicken, wenn der besetzte Block quasi die untere Hälfte ist. Es ist schwer zu erklären, ja, deshalb, ich versuche es relativ kurz zu fassen. Grundlegend, wir müssen das hier quasi noch erweitern.
Und das können wir zum Beispiel, hoppla, das können wir zum Beispiel mit und. Ja, da machen wir hier so zwei und-Zeichen. Und dann machen wir folgendes, wir machen hier Klammer auf, Klammer zu. Dort kommen nämlich noch zwei weitere quasi Bedingungen rein. Jetzt machen wir eine weitere Sache, die heißt Query.blockface. Das habe ich hier direkt drin. Damit kann man abfragen, auf welche Seite des Blocks geklickt wurde. Ja, das gibt es quasi nur, wenn man einen Block platziert oder mit dem Block interagiert. Sonst kann man die ganzen Sachen, also kann man Blockface nicht abfragen. Und da gibt es jetzt einen Haufen Werte, die man sich theoretisch merken muss. Blockface quasi hat insgesamt 7 Werte. 0 ist quasi die Unterseite vom Block, 1 ist die Oberseite vom Block, 2 ist die Nordseite, 3 ist Süden, 4 ist Westen, 5 ist Osten und 6 ist undefiniert. Ja, es gibt einfach noch diesen 7. Wert, also den Wert 6, der einfach noch mit dabei ist, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, was das machen soll. Gut, grundlegend, wir fragen jetzt ab, welche Seite soll denn angeklickt werden? Dazu machen wir hier so ein Vergleichssymbol rein, gleich. Das ist dann Vergleichsoperator. Und da sagen wir einfach mal 1. Ja? Wenn wir das auf 1 machen, dann wird abgefragt, ob die obere Hälfte, also die Oberseite vom Block, angeklickt wird. Und dann müssen wir überprüfen, ob gleichzeitig die Eigenschaft, die wir hier oben festgesetzt haben, hier Placement Position, Vertical Half, ob die auf Bottom ist. Bottom ist die untere Hälfte vom Block. Wenn wir dann quasi die untere Hälfte vom Block haben, dann soll eben auf die obere Fläche geklickt werden, damit daraus eine Doppelstufe wird. Ja? Query.blockProperty brauchen wir dazu. Das sieht dann so aus. Hier brauchen wir auch wieder Klammern, Apostroph, Minecraft, Doppelpunkt und dann haben wir Vertical Half. Das ist ja die Eigenschaft, die wir abfragen wollen. Genau so müssen wir natürlich alles wieder zumachen. Und dann können wir sagen, gleich und bottom. Ja? Dann fragen wir das Ganze ab. Das ist die eine Möglichkeit, quasi wenn wir wenn die untere Hälfte die Stufe ist, und wir oben drauf klicken. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Stufe die obere Hälfte ist und wir von unten drauf klicken. Dazu hier eben quasi diese Klammer. Tatsächlich brauchen wir noch eine Klammer außenrum. Denn wir haben entweder diese Möglichkeit oder die, die ich gerade eben erwähnt habe. Dazu nehmen wir hier diese beiden vertikalen Striche, das ist dann eben ein oder. Dann machen wir auch wieder Klammer auf, Klammer zu. Und dort tippen wir jetzt auch weiter Sachen ein. In dem Fall fast genau dasselbe hier. Also query.blockProperty bzw. query.blockFace. Die müssen wir auch beide wieder abfragen. Gleich. Diesmal ist es 0. Wenn quasi auf die untere Blockfläche geklickt werden soll. Und wenn die Eigenschaft, also hier unsere Query.BlockProperty, wenn unsere Eigenschaft vom Block den Wert oben aufweist, also top. Minecraft, Doppelpunkt, Vertical, Half, so. Dann haben wir das, ist gleich top. Ob wir quasi die obere Hälfte des Blocks besetzen und ob die quasi untere Fläche angeklickt wird. Ja? Das ist hier dann die Bedingung. Und das war im Grunde das Komplizierteste von allen. Ja? Also wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr das einigermaßen verstanden habt, ich habe es glaube ich nicht ganz so gut erklärt, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr es im Grunde schon fast fertig. Denn dann kommt ein sogenanntes Event. Komm schon, Event. Da erstellen wir jetzt ein neues, das nennen wir TA-Doppelpunkt. Und man kann es jetzt Interacted nennen oder irgendwie wie ihr wollen, wie ihr das bezeichnen wollt. Keine Ahnung, ja, ich nenne es jetzt Interacted. So. Dann wird eben dieses eine Event ausgelöst. Das gibt es momentan noch nicht, das müssen wir erstmal erstellen. So viel sollte es eigentlich zu den Komponenten sein. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt gehen wir hier zu dieser blauen geschweiften Klammer, da wo quasi Components vorsteht. Und dort machen wir ein Komma hin, gehen eins drunter und fügen jetzt die Events hinzu. Beziehungsweise das eine Event, was wir dort schon haben.
Da tippen wir ein TA-Doppelpunkt Interacted. Da wird es auch direkt vorgeschlagen. Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und jetzt können wir quasi aus diesem einzelnen Block einen doppelten Block machen. Ja? Und da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Unter anderem können wir eben quasi Eigenschaften vom Block verändern. Und zwar hier mit SetBlock Property. Hoppla, gehen wir mal wieder nach oben. So, SetBlock Property. Und dann wählen wir hier eben unsere Eigenschaft aus, die wir verändern wollen. In dem Fall unser TA-Doppelpunkt ist Double. Und das setzen wir auf True. Denn sobald alle diese Bedingungen gegeben sind, also hat der Spieler eine Calcit-Stufe in der Hand und wurde die obere Blockhälfte angeklickt und die besetzte Seite ist quasi die untere Hälfte, oder wurde die untere Hälfte angeklickt und die besetzte Seite ist die obere Hälfte, dann wird dieses Event ausgelöst und in dem Fall wird natürlich hier aus unserer einzelnen Stufe eine doppelte. Ja? Das heißt, das können wir hier schon mal machen. Dann brauchen wir noch eine weitere Sache, die heißt Decrement Stack. Dabei werden die Gegenstände, die quasi der Spieler in der Hand hält, um 1 reduziert. In dem Fall unsere Calcit-Stufe. Ja? Das macht ja irgendwie Sinn, ihr habt dann einfach eine weniger. Und eine letzte Sache, die wahrscheinlich eher weniger nötig ist, wir werden hier einen Befehl ausführen. Nämlich, wenn ihr quasi den Block, also wenn ihr eine normale Stufe platziert und daraus eine Doppelstufe macht, dann wird dann quasi so ein Ton wiedergegeben. Ja? Und das machen wir jetzt. Wir sagen hier Command, Doppelpunkt. Und dann können wir hier einen beliebigen Befehl eintippen. Ich werde hier sagen slash playSound. Dann wird eben ein Ton abgegeben. Und jetzt könnte man theoretisch hier drin suchen. Ich habe bisher nicht wirklich was Nützliches gefunden. Ja, also in den meisten Fällen hilft einem das nicht sonderlich weiter. Dazu gehen wir hier einfach nochmal zurück zu Opera und zur Seite für Calcit. Und dort scrollen wir einfach mal ganz nach unten. Hier haben wir die Geräusche, ja, Sounds. Einmal für die Java-Version und einmal für die Bedrock-Version. Und dann suchen wir eben quasi das Geräusch, wenn wir Calcit platzieren. In diesem Fall haben wir das hier, Place Calcite. Ja? Das nehmen wir einfach mal rüber zu Rich. Dort können wir das dann einfach eintippen. Also PlaySound, place.calcite. So, ja, wenn also Calcit platziert wird, beziehungsweise wenn wir eine Doppelstufe draus machen, dann wird dieser Ton abgespielt. Und jetzt können wir sagen, okay, bei wem kann man das hören? Wir sagen für alle Spieler, aber wir fügen quasi noch eine Bedingung hinzu. Ja? Für alle Spieler, die in einem Radius von 16 Blöcken sind. Das ist der normale Geräuschradius, wo man das hören kann. Alle Spieler innerhalb von einem Radius von 16 Blöcken hören dieses Geräusch, das eine Calcit-Stufe bzw. das Calcit platziert wurde. So, damit hätten wir die Events. Jetzt gehen wir rüber zu den Permutations, zu den Permutationen, zu den quasi Veränderungen. Dazu brauchen wir hier eine geschweifte Klammer, damit wir ein Objekt anlegen können. Dort sagen wir auch wieder Condition. Jetzt legen wir quasi fest, welche Eigenschaften gegeben sein müssen. Natürlich die Anführungszeichen. Und hier können wir quasi nur nach Eigenschaften abfragen. Ja? Also in dem Fall query.blockProperty. Das haben wir hier. Und dort fragen wir jetzt quasi ab, ob die untere Hälfte vom Block als erstes quasi verwendet wird. Also wir fragen hier ab, ob Vertical Half, das haben wir hier oben, gleich Bottom ist. Damit können wir dann Eigenschaften für die untere einzelne Blockstufe festlegen. Also sagen wir query.blockProperty Minecraft Doppelpunkt Vertical Half. Genau so. Minecraft Doppelpunkt Vertical Half. Gleich gleich Bottom. Damit fragen wir nach, ob der Block auf der unteren Hälfte platziert wurde. Das war tatsächlich noch nicht alles, denn wir müssen natürlich unterscheiden, ob der Block eine Doppelstufe ist oder eine einzelne Stufe.
Das heißt, hier fügen wir auch wieder ein und hinzu und dann sagen wir Ausrufezeichen, das heißt nicht, also genau das Gegenteil, query.blockProperty und hoppla, nicht Eurozeichen, sondern ta Doppelpunkt is unterstrich unterstrich double. Nochmal Apostroph, Klammer. So, im Grunde, was wir hier fragen ist, wir fragen quasi die Eigenschaft ab, also query.blockProperty, ta ist double. Ist die Stufe doppelt? Es ist eine Doppelstufe. Ja? Und wir sagen das Gegenteil, nicht. Wir haben ja Wahrheitswerte, dann können wir das einfach sagen, nicht. Und wenn es falsch ist, wenn es keine Doppelstufe ist, sondern nur eine Einzelstufe, dann wird das hier umgedreht mit diesem nicht und dann ist es wahr. Ja? Dann ist es true. Da haben wir hier eine wahre Gegebenheit und dann haben wir eine einzelne Stufe, die auf der Unterseite, auf der unteren Hälfte eines Blocks platziert wurde. Hier kommt ein Komma hin und dann sagen wir Components. Und jetzt verändern wir die ganzen Komponenten, die wir haben wollen. Unter anderem, komm schon, dankeschön, unter anderem die Kollisionsbox. Ja? Die werden wir dann einmal verändern. Und wir sagen Origin, das ist dann quasi der Ursprung, den lassen wir eigentlich bei seinen Standardwerten, daher ist es relativ egal. Ich setze es hier einfach mal auf die Standardwerte drauf. Also minus 8, 0, minus 8. Ja? Das sind die Standardwerte für den Ursprung. Und dann setzen wir hier die Größe und das machen wir auf 16, 8. Hoppla. 16, 8 und 16. Ja? Weil wir ja nur den halben Block haben wollen. Normaler Block ist 16, 16, 16. Genau dasselbe, genau derselbe Text machen wir auch mit Selection Box. Dazu gehen wir einmal hier hin. Dann sagen wir Doppelpunkt, quasi auch wieder geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu. Und dort tippen wir eben exakt das gleiche ein wie bei der Kollisionsbox. Also auch wieder minus 8, 0, hoppla, minus 8. Wurde natürlich nicht richtig übernommen. Juhu. Also so, minus 8, Komma und dann die Größe. Da haben wir wieder 16, 8, 16. Das eine gibt einem quasi die Interaktion mit dem Spieler bzw. anderen Entitäten, wie so eine Stufe. Und das ist quasi die Auswahlbox außenrum. So, und dann fügen wir noch eine Sache hinzu, nämlich, wo hatten wir das? Light Dampening. Das machen wir hier auf 0. Da wir hier nur die einzelne Stufe haben. So, wir brauchen noch eine Sache. Und zwar Minecraft-Doppelpunkt-Geometry, das haben wir eben entfernt. Dann fügen wir das einfach wieder hinzu. Sagen Doppelpunkt. Und dann müssen wir im Grunde nach unserer Stufe suchen. Dazu mache ich hier mal Anführungszeichen. Geometry.slab tippe ich erstmal ein. Und dann wird vorgeschlagen Slab Bottom, Slab Double, Slab Top. In dem Fall ist es Slab Bottom. Ja? Und das müssen wir jetzt nochmal wiederholen. Also alles das, was wir eben gemacht haben, für die obere Hälfte des Blocks. Auch wieder Condition. Und dann sagen wir Query.BlockProperty. Klammer auf, Apostroph, Minecraft, Doppelpunkt. Vertical unterstrich half, Apostroph und Klammer zu. Das hier muss in diesem Fall auf top gesetzt sein, also die obere Hälfte des Blocks wird besetzt. Also im Grunde das Gegenteil von dem, was wir hier oben haben, da hatten wir bottom, hier haben wir top. Sagen wir und, beziehungsweise einfach und. In diesem Fall soll auch nicht die Eigenschaft query.blockProperty ist double auf true sein. Hoppla. Ich habe es gerade verloren, da haben wir es wieder. So, wieder die Klammer auf, Apostrophe. TA Doppelpunkt ist unterstrich double. Apostroph und Klammer zu. Das ist dann eben fast genau dasselbe, nur hier fragen wir nach der oberen Blockhälfte ab. Dann die Komponenten, Doppelpunkt, dort kommt wieder auch eine geschweifte Klammer hin,
machen wir das genauso wie vorhin. Wir sagen die Collision Box. Diesmal wird der Ursprung anders sein. Hoppla, das war die Größe. Erstmal will ich den Ursprung. Wir setzen den Ursprung jetzt quasi 8 Pixel weiter nach oben. Ja? Weil die Textur, also der Block, ist ja im Grunde einen halben Block weiter oben. Halber Block sind 8 Pixel. Also machen wir das auf minus 8, 8 und minus 8. Ja? Einfach einen halben Block weiter oben. Und dann die Größe, Size, da machen wir eben genau dasselbe. 16, 8, 16. Falls ihr Probleme mit diesen ganzen Größen habt, an sich kann man das auch, stark, ich habe es natürlich entfernt, an sich kann man das auch mit Blockbench herausfinden. Gehen wir nochmal zu Blockbench. Damit kann man das ganze Ding auch herausfinden, indem man sich einfach anguckt, wie groß das Modell ist, ja, und wo der Ursprung ist. Wir gehen hier einfach mal auf Wiederherstellen, wir klicken drauf, Ursprung, minus 8, 0, minus 8, genau das, was wir vorhin hatten für die untere Hälfte, und 16, 8, 16. Ja? Wenn wir das hier wieder nach oben setzen, quasi das ist die obere Hälfte, dann haben wir hier minus 8, 8, minus 8 und 16, 8, 16. Also genau die Werte. Das kann ganz nützlich sein, wenn man das so machen möchte, könnt ihr euch einfach aussuchen. Ja? So, damit haben wir die Collision Box, jetzt machen wir das genau so bei der Selection Box. Da gehen wir auch wieder nach unten. Selection Box. Geschweifte Klammern. Origin. Doppelpunkt. Dann die eckigen Klammern. Auch wieder hier. Minus 8, 8, minus 8. Da machen wir ein Komma und dann Size und das sind auch wieder 16, 8, 16. Dann die Geometriedatei, diesmal ist es ja dann die obere Hälfte, Minecraft-Geometry. Machen wir mal Anführungszeichen, mal schauen, ob das auch so funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir es halt eben normal eintippen, also geometry.slab. Komm schon. Okay, gerade will es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Da machen wir einfach das manuell. Da haben wir es Slab Top. Und dann fügen wir noch eine Sache hinzu, nämlich Light Dampening 0. Gut, jetzt haben wir quasi für die untere Hälfte das Ganze gemacht, für die obere Hälfte gemacht. Und jetzt brauchen wir das einfach noch einmal für die doppelte Stufe. Also sagen wir auch hier wieder Condition. Diesmal ist es deutlich kürzer. Wir fragen einfach nur, ob es ein doppelter Block ist, also query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe und sagen dann ta, Doppelpunkt, ist, Unterstrich, double, Apostrophe und Klammer zu. So, und das ist relativ einfach, ja, also wir haben hier ja einen Wahrheitswert bei isDouble und wenn dieser Wahrheitswert halt eben wahr ist, dann ist es eine doppelte Stufe und wenn es falsch ist, dann ist es eben keine doppelte Stufe. Dann fügen wir hier die Komponenten hinzu. Components, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Dann Collision Box, das lassen wir einfach so. Ja? Wenn man das quasi leer lässt, dann sind das Standardwerte ein Standard Minecraft Block. Genauso mit der Selection Box. Wir müssen es einfach nur einfügen, dass es quasi zurückgesetzt wird auf die Standardwerte, weil die haben wir hier vorher schon verändert. Die müssen wir dann einfach wieder zurücksetzen. Dann Minecraft-Geometry, was leider nicht vorgeschlagen wird. Da haben wir es. Und dann müssen wir dort eben die doppelte Stufe auswählen. Theoretisch kann man das auch von hier aus machen. Dann suchen wir mal nach Slab. Da haben wir das. Slab Double. Und dann fügen wir noch Light Dampening hinzu. Light Dampening, genau so. Und dort schalten wir das tatsächlich wieder auf 15. Vorher, hoppla, vorher haben wir das auf 0 gemacht, jetzt machen wir das auf 15. Nochmal nachschauen. Ja, okay. So, das war's praktisch schon. Eine letzte Sache fehlt allerdings noch, denn wenn wir eine Doppelstufe zerstören, bekommen wir zwei einzelne Stufen zurück. Ja,
Und wenn wir das jetzt so zerstören würden, dann bekommen wir nur eine einzelne Stufe. Also fügen wir noch eine letzte Sache hinzu, nämlich Minecraft Doppelpunkt Loot. Und das muss tatsächlich erstmal noch ein bisschen warten. Ja? Wir müssen nämlich erstmal den Loot-Table erstellen. Dazu gehen wir hier wieder auf New File und dann gehen wir hier ganz nach unten. Und dann suchen wir einfach mal, was irgendwie nach einem Loot-Table aussehen könnte, nämlich das da. Und dann sagen wir hier Calcite Slab. Ja, das ist der Name vom Loot-Table, den erstellen wir dann. Jetzt haben wir hier einen Haufen komplizierte Sachen. Ich versuche das auf jeden Fall simpel zu halten, da ich mich selber damit auch noch kaum auskenne. Wir fügen hier einfach Type hinzu. Dann können wir hier Empty, Item oder Loot Table machen. Wir sagen Item, ja, machen ein Komma, gehen da drunter hin und machen nochmal zwei Anführungszeichen. Dann fügen wir einen Namen hinzu. In dem Fall ist es hier unsere Kalzitstufe. Mal schauen. Ja, da werden die Standardsachen quasi vorgeschlagen. Man kann hier auch wieder nach unten scrollen und danach suchen, aber ich mache das hier einfach so. TA Doppelpunkt Calcite Slab oder Compass Block. Könnt ihr beides machen. Ja? In dem Fall wird eine Kalzitstufe fallen gelassen. Dann sagen wir Functions. Wir fügen hier quasi eine Funktion hinzu. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht viel aus. Ich habe einfach herumgespielt, bis ich es hinbekommen habe. Ja? So, und dann können wir hier diese Funktion auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Funktion halt setzen. Wir sagen hier set count, ja? Wenn wir es auf einen Zahlenwert setzen wollen. Und count ist gleich, quasi, das ist ein Bereich, ja? Das ist ein Bereich, wo wir das angeben müssen. Wir sagen min ist 2 und max ist auch 2, das heißt immer werden zwei von diesen Stufen fallen gelassen. So, das Ganze sieht dann so aus und dann können wir das auch schließen. Ja, speichern und schließen. Und jetzt können wir das hier in unserem Loot-Table hinzufügen. Loot-Tables, Blocks, müssen wir einfach mal schauen. An sich ist das ja eine Kalzit-Stufe. Es wird gerade nirgendwo angezeigt. Mal schauen, ob wir Glück haben, wenn ich einfach Calcite eintippe. Ja, da haben wir es. Loot Tables, calcitelab.json. Das ist dann quasi der richtige Loot Table. Und damit sollten wir es eigentlich haben. Es könnte sein, dass noch irgendwelche Fehler sind. Ansonsten würde ich die jetzt hier quasi einblenden. Sachen erklären, welche ich falsch gemacht habe. Aber an sich probieren wir das einfach mal aus. Speichern und schließen. Moment, ich habe eine Sache vergessen, eine unglaublich wichtige Sache. Die wichtigste Sache überhaupt, nein, natürlich eigentlich nicht, aber wir können das noch in das Kreativinventar hinzufügen. Menu Category, wir sagen hier Group. Wir sagen Group, Dankeschön. Und dann fügen wir das hier zu den Stufen hinzu. Ja? Dann wird das direkt bei den Stufen mit angezeigt. Da haben wir Item Group, Name, Slab. Das könnt ihr gerne machen, dann wird das eben auch im kreativen Inventar angezeigt. Dann speichern und schließen. So, das war's aber jetzt. Wir können das hier einfach mal, wir gehen hier mal auf den Compiler und sagen Default Config. Und wir haben da scheinbar einen Fehler drin. Aha, okay. Query is selected item. Expected token write parent and found EOF. Ja, gut, was könnte das bedeuten? Ich habe keine Ahnung, welche Zeile ist das? Das ist quasi unsere, ja, das ist unsere ewig lange Abfrage. Da ist scheinbar ein Fehler drin. Ich versuche das mal kurz herauszufinden. Ach so, okay, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ihr seht, hier gehen zwei Klammern auf. Hier geht dann eine wieder zu. Hier sind dann wieder zwei geöffnet. Und hier geht nur eine Klammer zu. Da müssen wir noch eine Klammer hinzufügen. Ja? Natürlich muss man einfach immer wieder nachschauen, ob die Klammern richtig gesetzt sind. So, deshalb mache ich das quasi vorher. Damit kann man das quasi überprüfen. Wir leeren das einfach mal. Und dann schauen wir nach, ob es noch irgendeinen Fehler gibt. Nein, diesmal wird nichts angezeigt. Dann sollte alles korrekt sein. Gut, dann gehen wir auf Exportieren. Exportieren das einfach mal als
Tutorial-Addon 1.mc-Addon. Wir laden das herunter. Wir gehen zu unserem Browser. Man kann es hier direkt öffnen, aber ich mache das hier gerne über die Downloads. Und dann sagen wir hier Tutorial-Addon 1.mc-Addon. Da klicken wir drauf und dann öffnet sich Minecraft. Das wird dann auch direkt importiert. Falls das nicht funktioniert, in dem ersten Video dazu habe ich quasi schon die andere Methode gezeigt. Die müsst ihr dann einfach befolgen, welche deutlich komplizierter ist, was mir sehr leid tut, aber da kann ich dann nicht viel weitermachen. Ja, bei mir funktioniert das so, bei den meisten funktioniert das so in praktisch allen Tutorials. Sollte es nicht funktionieren, müsst ihr halt einfach der ersten Methode folgen. So, warten wir noch ein bisschen, bis das Ganze importiert wird. Wir können auch ein bisschen den Ton hochstellen, so. Und dann sollte es gleich mit dem Importieren beginnen. Import gestartet. Tutorial-Addon erfolgreich importiert. Und Tutorial-Addon erfolgreich importiert. Das liegt daran, dass beide das Ressourcen- und das Verhaltenspaket genau gleich bezeichnet sind. Wir gehen hier zu unserer Redstone-Test-Site. Gehen da auf Bearbeiten und wir ersetzen dann quasi beide Ressourcenpakete. Wir nehmen das, können das aktivieren, hoppla, beziehungsweise wir deaktivieren zuerst. So, wir nehmen das, was weiter oben ist, das ist die neuere Version, und können das aktivieren. Verhaltenspaket ist es dann auch automatisch schon mit drin. Dann haben wir das und dann können wir auf Spielen gehen. Diese Welt verwendet Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden. Ja, wir laden die Welt trotzdem. So, Block Menu Category should not have an empty value. Das sind einer dieser Fehlernachrichten. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht bei Menu Category. Ich habe nur die Gruppe. Ja, ich habe nur die Gruppe hinzugefügt. Man muss natürlich die Kategorie hinzufügen. Ja gut, das machen wir gleich noch. Im Notfall können wir auch einfach den Block uns so holen. Ja? Warten wir noch einen kleinen Moment, bis das geladen wird. So, wir sind in der Welt. Mal schauen, ob wir den Block trotzdem bekommen können. Es kann natürlich sein, dass Minecraft sagt, nö, wir erlauben es dir nicht. Und Minecraft sagt, nö, wir erlauben es dir nicht. Gut, probieren wir es einfach mal trotzdem über die Befehlszeile. Dann sagen wir slash give at s und dann ta Doppelpunkt. Cassette Slab, wir können die tatsächlich doch noch bekommen. Ich werde das dann gleich nochmal ändern. Cassette Slab, bitte einzeln. Und dann machen wir mal, keine Ahnung, 20. Und damit haben wir hier 20 Kalzitstufen, die wir fröhlich platzieren können. Ich mache das hier mal ein bisschen lauter. Und dann können wir hier Kalzitstufen benutzen. Wir können die natürlich auf der oberen Hälfte platzieren. Dazu gab es ja diese drei Abfragen. Das heißt, das funktioniert auch. Wenn wir es auf der unteren Hälfte platzieren, dann ist es eben so. Wenn wir es auf der oberen Hälfte platzieren, dann ist es so. Also im Grunde genauso, wie man es sich vorstellen würde. Aber eine Frage ist jetzt, das funktioniert auch. Wunderbar. Ihr habt es gesehen, es hat kurz gelaggt. Das weiß ich nicht, warum genau. Aber ihr seht, das funktioniert. Und da läuft man ganz normal gegen. Ja? Aber bei den Kalzitstufen kann man drauflaufen. Ja? Wie so eine ganz gewöhnliche Stufe. Wunderbar. Ja, das hat funktioniert. Ich werde natürlich hier diesen einen Fehler mit der Itemgruppe noch verändern. Also sehen wir uns gleich wieder bei Bridge. So, da sind wir in Bridge, wo ich tatsächlich einige Fehler noch gefunden habe. 4 Stück, um genau zu sein. Eins davon ist tatsächlich ziemlich groß und ich habe es nicht bemerkt. Egal. Erstmal den Fehler, den wir direkt schon vom Spiel gezeigt bekommen haben, nämlich Menu Category, da fehlt die Kategorie. Und das stimmt, da war ich einfach ein bisschen zu vorschnell. Ja. Da fügen wir die Kategorie hinzu. Nochmal die Anführungszeichen, komm schon. Und dann haben wir Construction. Ja. Das ist dann eben die Gruppe, beziehungsweise die obere Kategorie, wo die ganzen Baublöcke drin sind, die man selber herstellen kann. Und da sind eben auch unter anderem die Stufen drin. So, eine weitere Sache, die ich komplett übersehen habe, ist, dass hier unser OnInteract tatsächlich einen Fehler enthält.
So wie das jetzt gerade ist, man platziert den Block und wenn man draufklickt, dann wird überprüft, ob die Stufe in der Hand gehalten wird und ob eben diese beiden Parameter da stimmen. Das, was wir eben schon überprüft haben. Eine wichtige Sache war aber noch, dass der Block noch nicht eine doppelte Stufe ist, weil dieses Event hier sorgt ja dafür gerade, dass dieser Block eine Doppelstufe wird. Wenn es allerdings schon eine Doppelstufe ist, dann ja, geht es halt einfach weiter. Deshalb muss man das ändern. Wir fügen hier noch ein Und hinzu und dann sagen wir query.blockProperty und dann überprüfen wir, ob die Eigenschaft, nämlich dieses isDouble, also TA Doppelpunkt isDouble, falsch ist. Ja? TA isDouble, Apostrophe und Klammer zu, so. Das fragt jetzt, ist diese Stufe doppelt? Aber wir wollen das Gegenteil, ist die Stufe nicht doppelt. Ja? Da muss man natürlich eine Menge mit rumspielen, aber das sollte jetzt korrekt sein. Dann können wir das schließen. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Ich habe nicht gemerkt, dass die Stufe wie Stein klingt. Und das kann halt einen gewissen Unterschied machen, von der Funktionalität her natürlich nicht. Wir gehen da hier zu unserem Ressourcenpaket. Vielleicht sollte ich es erwähnen. Wir gehen zum Ressourcenpaket und zu blocks.json. Dort sind quasi alle Blöcke aufgelistet und dort kann man unter anderem die Geräusche verändern. Und hier haben wir Stone. Wir wollen aber Calcit. Ja? Und dazu wählen wir uns hier Calcit aus. Und dann macht der Geräusch, der Block standardmäßig Calcit-Geräusche. Gut, und die letzte Sache, Herstellung. Ich habe mir Herstellung aufgeschrieben. Diese Stufe kann man bisher noch nicht herstellen. Was recht dumm ist von mir, das zu übersehen, natürlich, man muss es herstellen können. Also wir erstellen eine neue Datei, gehen hier ganz nach unten und suchen nach Rezepten. Ja? Und das kann immer mal wieder eine Menge dauern, das ist hier das Buch. Wir tippen da natürlich einen Namen ein. Die Calcit-Stufe würde man wahrscheinlich mit Hilfe von der Steinsäge und mit dem Crafting-Table machen. Daher mache ich das gerne mal so. Ich tippe CT unterstrich und sonst was ein oder ich sage einfach Crafting Table sonst was. Ja? Also Crafting Table unterstrich Calcite unterstrich Slab. So, das heißt, wir stellen das hier mit der Werkbank her. Das Template wird ein Shaped Recipe. Das gibt es quasi nur für Werkbänke. Ja? Und dann sagen wir Create. So, da haben wir Description, Identifier, bla, Tags. Tags sind die Werkbänke, wo man das benutzen kann. Und es wird hier gerade nicht vorgestellt. Crafting Table. Ja, die Werkbank kann es herstellen. So rum war das. Bei Key kommen dann die ganzen Items rein. Das ist eine Menge Sachen, die man sich hier merken muss. Ja, also gut. Unter Key kommt das dann rein. So, da machen wir dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und dann sagen wir Item. In dem Fall unser Calcit. Dann haben wir das so, ja, Calcite. Pattern. Hier kommt das Muster rein und das ist wirklich einfach nur so, ja. An sich könnte man hier noch quasi eine Zeile drunter machen und dann Anführungszeichen, drei Leerzeichen da rein machen, aber das ist an sich nicht nötig. Das ist quasi so ein Minimum, ja. Maximal ist es halt 3x3, also drei Spalten, drei Zeilen. Und so stellt man halt eben eine Stufe her. Dann das Result, also das Ergebnis. Was bekommt man dafür? Erstmal das Item. Und dann sagen wir TA Doppelpunkt. TA Doppelpunkt. Will nicht. Okay, dann sagen wir eben Calcite Slab. Und natürlich, man bekommt nicht nur eine Stufe raus, sondern immer gleich 6. Also tippen wir hier Count Doppelpunkt 6 ein. Ja? Dann hätten wir das für den Crafting Table. Und dann erstellen wir das Ganze nochmal für die Steinsäge. Da ist es so ähnlich. Neue Datei, Rezept. Diesmal sagen wir Shapeless Recipe. Ja? Und dann sagen wir Stonecutter unterstrich Calcite unterstrich Slab. Create. Tags ist dann Stonecutter. Stone Cutter Ingredients ist Calcite und Result ist eben genau wieder dasselbe. Also Item TA Doppelpunkt
Kerside Slab. So. Und Count ist diesmal 2. Count 2. Und das sollte jetzt funktionieren. Wir importieren es einfach wieder in Minecraft, genauso wie vorhin. So, wieder zurück in Minecraft. Wir haben jetzt hier wieder unsere Kalzitstufe. Wir können auch mal nachschauen, ob das hier zu sehen ist. Da haben wir die Kalzitstufe. Und ihr seht, die ist ein bisschen höher als andere Stufen. Daran kann man leider nicht viel ändern. Wir holen uns auch einmal Kalzit selber. Und dann eben eine Werkbank. Und eine Steinsäge. Und die setzen wir einfach mal hin. So. Klicken da einfach mal auf die Werkbank. Beziehungsweise machen wir das dann gleich im Überlebensmodus. Als erstes vergleichen wir die Farben auf der Karte. So. Und dann seht ihr hier quasi die Stufen und die Blöcke haben genau dieselbe Farbe. Ihr seht, da sind so leichte Farbabweichungen. Das liegt daran, dass es hier quasi ein Block höher ist. Das hat nichts mit den grundlegenden Farben zu tun. Hoppla. Da habe ich schon einmal drauf geklickt. Eine weitere Sache. Jetzt können wir das machen. Ja, das war vorhin nicht möglich. Das ist dann einfach kaputt gegangen. Jedenfalls, wir gehen jetzt einfach mal in den Überlebensmodus. Und schauen danach, ob das Ganze auch noch funktioniert. So, also wir platzieren hier. Können es abbauen und wieder einsammeln. Wenn wir eine doppelte Stufe machen, dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt einmal die Werkbank. Kann man das dort, ja, herstellbar. Ihr seht, das funktioniert. Und die Steinsäge, das funktioniert auch. Ja? Also das funktioniert alles. Wir können jetzt fröhlich damit in der Gegend umherbauen, alles Mögliche machen. Natürlich, das ist unabhängig vom Werkzeug. Die Abbauzeit, also da können wir leider nicht viel dagegen machen. Sowohl ohne Hand, also egal welches Werkzeug, egal ob ihr ein Werkzeug habt, das dauert immer gleich lang. Daran kann man leider nichts verändern. Aber an sich war es das hier mit diesem kleinen Tutorial, was eine Stunde lang geworden ist. Naja, jedenfalls, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.